Wir sind hier in Altbach in der Esslinger Straße. Wir sind hier um 0.35 Uhr alarmiert worden zum Brand 3, Gebäudebrand in die Esslinger Straße. Die Lage vor Ort sah so aus, dass es sich hier um einen Brand am Gebäude gehandelt hat. Es handelte sich vermutlich um einen Müllunterstand, der an der Fassade gebrannt hat. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der ersten Kräfte waren noch Personen im Gebäude. Beim Gebäude handelt es sich um ein Wohnheim für Arbeiter, die hier auf Baustellen arbeiten. Und da war eine zweistellige Zahl, ca. 25 Personen im Gebäude, die dann von den ersten Kräften hier erstmal raus evakuiert wurden. Weiter ging es dadurch, dass wir einmal natürlich beim Eintreffen dann das Alarmstichwort erhöht haben von Brand 3 auf Brand 4, weil ja noch Personen im Gebäude waren. Dann wurden entsprechend noch die Kräfte aus Deizisau dazu alarmiert, um eben mehr Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben. Ebenso wurde der Gerätewagen Atemschutz aus Esslingen dazu alarmiert. Dann haben wir einen Außenangriff gestartet, um den Müllabstellplatz abzulöschen, um die Fassade zu kühlen. Parallel haben wir das Gebäude weiter evakuiert und auch innen kontrolliert, dass das Feuer nicht überschlägt. Das konnte soweit auch verhindert werden. Das Treppenhaus ist zwar minimal rauchbeaufschlagt, weil die Fenster zu Bruch gegangen sind, aber das Feuer ist nicht ins Gebäude gewandert. Die Personen, die evakuiert wurden, sind 25 in der Anzahl. Die wurden von uns jetzt temporär in einem Bus untergebracht, bis wir sicher sind, ob die wieder zurück ins Gebäude können. Die Feuerwehren Esslingen, Lochingen, Deizisau und Altbach waren mit 8 Fahrzeugen und 28 Kräften hier im Einsatz. Wir kontrollieren jetzt momentan den Außenbereich vom Gebäude noch, den Dachbereich, die gegenüberliegende Fassade, die war durch die Temperaturen auch mit beaufschlagt. Die Rollläden dort sind auch geschmolzen. Das wurde jetzt kontrolliert. Das gegenüberliegende Gebäude wurde auch von innen nochmal kontrolliert. Als nächstes wird das Gebäude von innen nochmals kontrolliert auf Bewohnbarkeit und dann werden hoffentlich die Personen wieder ins Gebäude zurückgelassen.